Liebe Freunde, ich hatte ja vorhin schon die Gelegenheit, mit einigen von euch zu sprechen. Und es gibt ja hier doch einige glückliche Menschen, die mich noch nicht kennen. Das lässt sich ja jetzt ändern. Vielleicht einige Worte zu mir. Ich bin Roland Fernstock, ich komme aus Schrems im Waldviertel. Und ich wurde ja vorhin gefragt, wie kommst du auf den Begriff Nordwald, den ich ja oft und gerne verwende bei meinen Büchern und CDs. Nun, das Waldviertel heißt Waldviertel erst seit dem 19. Jahrhundert. Vorher hieß es das Viertel über dem Mannhardsberg, weil der Mannhardsberg ein Bergrücken ist, der Weinviertel und Waldviertel trennt. Von Wien aus gesehen ist das Waldviertel also jenseits oder über dem Mannhardsberg. Und Silva Nordica hieß das Waldviertel noch zur Zeit des Römischen Reiches. Silva Nordica, aus dem Lateinischen übersetzt Wald des Nordens oder kurz Nordwald. Denn vom Römischen Reich aus gesehen war alles, was sich nördlich der Donau befand, eben das Nordland. Und mir gefällt dieser Begriff Nordwald ganz einfach. Das schwingt so viel mit. Ich bin ein Fan des Nordens. Ich mag die nordische Atmosphäre mit allem, was dazugehört. Und wie gesagt, das schwingt sehr viel mit und deshalb verwende ich diesen Begriff sehr gerne. Nun, inzwischen habe ich 13 Bücher geschrieben und etwa 1300 Songs und Liedertexte, das aber nebenbei. Ich stehe ja auch als Sänger vor meinem Publikum. Meine musikalische Heimat, wie ich immer sage, ist Country and Western Music. Vielleicht ergibt sich heute noch die Möglichkeit eines Duets oder eines kleinen Sit-ins, wie man das früher nannte, mit unserem Gunnar. Wisst ihr, ich war in meiner Jugendzeit, das muss ja schon 10 Jahre her sein, ein begeisterter Leser der Bücher von Thor Heyerdahl und Hans Hass. Thor Heyerdahl fuhr mit Schilfbooten über die Meere, Hans Hass tauchte hinunter in die Meere. Und ich wusste, als ich das las, ich würde das nie an Ort und Stelle erleben können. Aber diese Bücher waren in der ersten Person, in der Ich-Form geschrieben. Und das gab mir die Gelegenheit, sozusagen dabei zu sein und Abenteuer mitzuerleben. Naja, und dann kam ich eines Tages drauf, es ist gar nicht nötig, über die Meere zu reisen und fremde Länder zu besuchen. Meine Heimat, das Waldviertel, wartete mit so vielen Geheimnissen auf, mit echten Geheimnissen, nicht mit diesen konstruierten Geheimnissen, wie man sie gerne den Touristen präsentiert, irgendwo bei der nächsten Ecke zur keltischen Kultstätte. Die haben die Kelten nie gesehen, ja, aber es liest sich gut, es macht sich gut. Mir geht es um die echten Geheimnisse und derer gibt es eine ganze Menge. Und ich begann das zu erforschen. Ich habe im Laufe der Zeit hunderte Plätze besucht, fotografiert, zum Teil vermessen, sehr viel recherchiert und dann in meinen Büchern darüber berichtet. Und ich habe in einer Weise darüber berichtet, wie es auch Thor Heyerdahl zum Beispiel und Hans Hass getan hätten, in der Ich-Form, spannend, mit großen Emotionen. Und ich wollte auch, dass die Leserinnen und Leser diese Plätze besuchen konnten, dass sie sich selbst ein Bild machen konnten. Und auf diese Weise entstanden eben 13 Bücher. Das Waldviertel, wie gesagt, ist voll von Geheimnissen, über die bisher eben noch nicht berichtet oder in dieser Form berichtet wurde. Und als ich eingeladen wurde, hier einen Vortrag zu halten, überlegten wir ja, worüber denn? Ja? Was bietet sich denn an? Und wir kamen dann auf die Kreisgräben, weil ich eben diesbezüglich schon 2 Interviews gemacht hatte. Und deshalb vielleicht 2 Dinge noch. Das eine: Ich habe eine Reihe von Büchern mitgenommen, die wurden mir förmlich aus der Hand gerissen. Ich freue mich drüber. Und wenn jemand Bücher von mir möchte, CDs liegen noch draußen, wenn jemand Bücher von mir möchte, bitte besucht meine Homepage www.rolandkernstock.at, besucht mich auf Facebook, ruft mich an. Oder Gunnar, wo ist er denn jetzt hin? Gunnar stellt eine Verbindung her zu mir, also daran soll es nicht scheitern. Und wenn ihr mal in meine Gegend kommt, ich bin auch sehr gerne mit euch unterwegs und zeige euch an Ort und Stelle einige herausragende Naturwunder und Geheimnisse. Also das reicht, wenn wir 4 Stunden unterwegs sind, da schaffen wir schon eine ganze Menge, sei es der mächtigste Baum des Waldviertels.
Sei es der geheimnisvollste von Menschen aufgestellte Felsen, seien es die Moorlandschaften oder was auch immer. Ich sage immer, wenn ich mit einer Gruppe von Touristen oder Freunden zurückkomme, der Mensch, der am meisten davon begeistert ist, bin wieder mal ich gewesen, obwohl ich das ja alles schon gut kenne. Ja, aber die Begeisterung der Menschen steckt dann an. Und es ist ein Unterschied, ob man das in einem Buch liest oder ob man es an Ort und Stelle sieht und erlebt. Vor allen Dingen aber, und das steht bei mir noch drüber, ist es das Rausgehen in die Natur. Ich sage euch, ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich habe mal den Satz geprägt, wo Abenteuer darauf warten, erlebt zu werden, und genau so ist es. Es kommt auf die innere Einstellung an, und wenn man da draußen ist, wenn man fotografiert, nach Motiven sucht, man bewegt sich anders, man atmet anders, man wird dann atemlos durch das Hin- und Herkriechen zwischen den Sträuchern, und man nimmt dann sehr viel mit. Wenn man dann heimkommt und der Geruch von draußen klebt noch an den Kleidern, das ist schon eine tolle Erfahrung. Und ich sage auch, da draußen in der Natur ist die Antwort auf jede Frage und die Lösung für jedes Problem. Und ich sage das nicht im Sinne dieser Pseudo-Esoterik, wie sie heute um sich greift. Ich sage immer, um vielleicht das noch hinzuzufügen, in meiner Lebensphilosophie braucht niemand Bäume zu umarmen, obwohl das sicher noch niemandem geschadet hat. Und wenn er sich verletzt, wachsen die Heilkräuter dann sowieso gleich daneben. Es braucht niemand mit Mutter Erde zu sprechen. Es braucht niemand Botschaften von Sirius zu empfangen. Und es braucht niemand vorher ein dreiwöchiges Seminar zu besuchen, für das er viel Geld bezahlen muss und in dem ihm gesagt, auf diesem Platz darfst du dich wohlfühlen und auf diesem nicht, habe ich alles schon erlebt. Und man braucht auch nicht Waldbaden praktizieren, ein furchtbares Wort. Ich rate euch aus meiner Erfahrung, geht raus in die Natur. Die Natur macht schon alles Übrige. Und dann, ich danke euch. Das erscheint mir das Wichtigste zu sein. Und ich denke zum Beispiel zurück, als ich... als meine Seelenfreundin Verena bei mir war, mit einer Freundin und Duettpartnerin von mir, und ich sang den Frauen ein neues Lied vor und war schon gespannt, wie es ihnen gefallen würde. Und Verena, als das Lied zu Ende war, hatte so diesen ganz eigenen Blick und sagte: Roland, das muss irgendwo raus. Wir müssen den Menschen da draußen von unseren Liedern erzählen, von unseren Abenteuern, von unserer Heimat. Roland, wir müssen ihnen zeigen und sagen, wie schön das ist. Aus diesem Grund schreibe ich meine Bücher, aus diesem Grund singe ich meine Lieder und aus diesem Grund stehe ich heute vor euch. Danke, dass ihr alle hier seid. Und nun, wenn ihr euch fragt, wann kommt er jetzt denn endlich zu den Kreisgräben? Jetzt! Wer kennt vom Namen her Kreisgräben? Wer weiß, was das ist? Na, immerhin ein paar. Ich möchte euch es erzählen, wie es zu deren Entdeckung kam. Es war im Jahr 1979, als ein Pilot über das Kremstal flog. Über das Kamptal. Nicht das Kremstal. Kremstal ist die Gudenushöhle, die älteste Neandertaler Siedlungsstätte Mitteleuropas. Auch eine Irrsinnslandschaft. Da gibt es 40 Höhlen, ja. Wenn du da raufkletterst, kommst du geläutert wieder runter. Ja? Und jedenfalls, der flog über das Kamptal. Kamp ist ein Fluss in meiner Heimat, im Nordwald oder im Waldviertel. Das ist ein altes keltisches Wort und bedeutet so viel wie krumm und bezieht sich offenbar auf die vielen Krümmungen, die der Fluss suchen muss, wenn er zwischen den vielen großen Steinen hindurchfließt. Und in der Gegend von Kamp-Eck, es ist etwas südlich von Horn, Horn kennen die meisten, fiel dem Piloten auf, da unten waren zwei Ringe. Ein kleinerer Ring und rund um diesen kleineren Ring ein größerer Ring. Das war ganz deutlich vom Flugzeug aus zu sehen. Und es stellte sich die Frage, was ist das und warum konnte man es vom Boden aus nicht sehen? Dazu eine Erklärung. Wenn man heute zum Beispiel einen Hügel aufschlichtet, der wird nicht mehr abgetragen. Der bleibt für immer ein Hügel, wenn er groß und kompakt genug ist.
Maulwurfshügel, der verschwindet wieder. Ja? Der ist zu klein und zu instabil. Aber nur deshalb konnte man ja auch Hügelgräber entdecken, die tausende Jahre alt sind. Also das bleibt, ja, das wird von der Erosion nicht abgetragen. Wenn man aber eine Grube gräbt oder einen Graben, dann füllt sich dieser Graben mit der Zeit wieder. Da fallen jedes Jahr die Blätter hinein, abgebrochene Erde, Äste rieselt hinein, Äste fallen hinein, es tut sich eine Menge. Irgendwann ist dieser Graben aufgefüllt, wenn speziell tausende Jahre ins Land ziehen. Aber, jetzt könnt ihr mir vielleicht gedanklich folgen, die Erde, die da drinnen ist, ist nicht so kompakt wie die Erde links und rechts. Sie hat eine andere Struktur und das führt dazu, dass alles, was auf dieser Erde dann wieder Wurzeln schlägt, nicht so kräftig wachsen kann, weil die Erde nicht so stabil ist. Ähnlich wie auch in einem Moor, wo es zum Beispiel Zwergbirken gibt und Zwergföhren. Das sind ganz normale Birken und Föhren, aber die werden nicht größer, weil der Boden das nicht zulässt. Wenn man ein Moor ein bisschen so hin und her schwankt, dann spürt man, wie der Boden sich bewegt. Das ist das Wasser, das unten eingeschlossen ist. Das ist ein ganz anderes Kapitel. Und das bemerkt man vom Boden aus so gut wie gar nicht, dass also die Pflanzen nicht so hoch werden, nicht so kräftig werden. Das Grün ist ein bisschen anders, der Wuchs ist ein bisschen kleiner, aber aus der Luft sieht man das. Aus der Luft erkennt man das deutlich und das war ja auch der Grundstein für die sogenannte Luftbildarchäologie. Das heißt, man fliegt wo drüber und sieht etwas, das man vom Boden aus nicht sieht. Man sieht genau die Grundmauern, sofern nicht Wald drauf gewachsen ist. So hat man zum Beispiel auch diese ganzen Anlagen in Trelleborg in Dänemark entdeckt. Und jetzt hat man im Lauf der Zeit durch die Luftbildarchäologie eine Menge solcher Gebilde entdeckt. Jetzt stellt euch zum Beispiel vor, es ist nicht ein Graben ausgehoben, sondern es sind da unten Grundmauern. Die Gebäude, die oberirdischen, sind längst weg, unten sind die Grundmauern. Jetzt können die Pflanzen mit den Wurzeln nicht hinunter, weil sie die Mauern daran hindern und die Pflanzen werden weniger kräftig wachsen. Nochmals, von der Erde aus kann man das nicht sehen oder nur sehr schwer, wenn man kein Fachmann ist, aber der Pilot aus der Luft kann das sehen und auf diese Weise hat man das entdeckt. Gut, und jetzt ist eure Vorstellungskraft gefragt. Jetzt stellt euch mal diese beiden Ringe vor. Ein kleinerer Ring und ein größerer Ring, der diesen kleineren Ring umschließt. Und jetzt kommen wir auf die Masse. Wenn man einmal weiß, wo sich das befindet und ein Fachmann ist, kann man das ja am Boden dann lokalisieren. So, der innere Ring hat einen Durchmesser von rund 80 Metern. Dieser innere Ring hat eine Tiefe von 3,5 Meter oder 3,5 Meter in die Tiefe gegraben. Und der innere Ring hat eine obere Breite von 10 Metern. 10 Meter breit, 3,5 Meter tief und das Ganze 80 Meter im Kreis herum. Das ist alles V-förmig. Man spricht von Spitzgräben oder V-Gräben. Das ist ganz verständlich. Wenn man in die Erde gräbt, wird es dann immer schmäler und das Ganze sieht dann aus ungefähr wie der Buchstabe V. Jetzt kommen wir zum äußeren Ring. Der äußere Ring hat einen Durchmesser von 140 Metern. Da liegen 60 Meter dazwischen. Seine Tiefe beträgt 2,5 Meter und die obere Breite 8 Meter. Diese Informationen sind keine Fantasiegebilde, die stammen unter anderem aus dem Ausstellungskatalog. Da gab es einen eigenen Katalog zur Ausstellung über die Kreisgräben. Das ist also, wurde vermessen. Man kann davon ausgehen, dass das stimmt. Also nochmals, innerer Ring 80 Meter Durchmesser, 3,5 Meter tief, oben 10 Meter breit. Der äußere Ring 140 Meter, die Tiefe 2,5 Meter und die obere Breite 8 Meter. Jetzt fragen wir mal die Archäologen, was sagen die dazu? Ich sage ja immer, Archäologen sind möglicherweise die völlig falschen Leute, um ihnen solche Fragen zu stellen. Aber die erklären uns nun Folgendes. Die sagen,
denen scheint es nicht zu gefallen, oder? Naja, und jetzt sagen die Archäologen Folgendes. Da waren nomadisierende Völker, die zogen durch die Gegend und beschlossen, sich irgendwo niederzulassen. Und jetzt bauten sie Schutzgräben. Sie bauten ein Dorf und rund um dieses Dorf herum machten sie einen tiefen Schutzgraben, damit sie vor Feinden und wilden Tieren geschützt waren. Zum besseren Schutz waren es gleich zwei Gräben, Rundgräben, einer eben mit 180 Meter, einer mit 140 Meter. Das sagen uns die Archäologen. Und ich werde euch jetzt erklären, warum das blühender Unsinn ist. Wir gehen das jetzt Punkt für Punkt durch. Keine Sorge, das dauert nicht lang und ist spannend. Das war die größte Baustelle, die es je im Ballviertel gab. Ein befreundeter Bauingenieur hat für mich ausgerechnet damals, welche Menge Erde das ist. Stellt euch mal einen Würfel vor. 18 Meter hoch, 18 Meter breit, 18 Meter tief. Der komplett mit Erde gefüllt. Das ist die Menge Erde, die dort wegtransportiert wurde. So etwa 6500 Kubikmeter oder zur besseren Vorstellung stellen wir uns vor, man müsste diese Erde mit einem großen LKW wegtransportieren. Der wäre so ungefähr 1200 Mal hin und her gefahren und jedes Mal wäre er voll befüllt gewesen. Und das sollen Menschen gemacht haben zu einer Zeit, als es vermutlich noch nicht einmal eine Schaufel gab. Man datiert diese Kreisgräben inzwischen auf 7000 Jahre und geht immer weiter in die Vergangenheit zurück. Und jetzt nehmen wir mal an, ihr habt diese Kreisgräben ungefähr visualisiert. Jetzt nehmen wir mal an, die Wissenschaftler hätten recht. Es wären tatsächlich Gräben, die ein nomadisierendes Volk errichtet hat, als Schutzgräben vor Feinden. Nehmen wir einmal an, dieser Unsinn würde stimmen. Jetzt drehen wir die Zeit 5, 6, 7.000 Jahre zurück. Da schreibt die sehr gute Naturforscherin Susanne Fischer-Rizzi in ihrem Buch mit der Wildnis verbunden, wir müssen uns nun ein Europa vorstellen, das zur Gänze von Urwald bedeckt ist. Sie schreibt wörtlich, ein Eichhörnchen hätte zu dieser Zeit von Baum zu Baum durch ganz Europa springen können, ohne jemals den Boden berühren zu müssen. Der Heimatforscher Otto Mölzer spricht ebenfalls von Urwäldern und das weiß man ja durch Pflanzenfunde, durch Pollen und so weiter. Der spricht ebenfalls von Urwäldern mit Seen, mit Teichen und Gewässern, die es längst nicht mehr gibt, zum Teil undurchdringlich. Und jetzt gibt es nomadisierende Völker. Die haben jetzt nichts Besseres zu tun, als durch diesen Urwald zu ziehen. Fragen wir jetzt mal gar nicht nach dem Grund. Aus irgendeinem Grund durchqueren sie diese Wildnis. Und dort, wo sich heute dieser Kreisgraben befindet, am Ufer des Kamp, beschließen sie, hier bleiben wir. Hier gründen wir ein Dorf. Was müssen die jetzt machen? Die müssen zunächst mal sämtliche Bäume roden. Das ist alles von Bäumen bedeckt. Die müssen irgendwie die Wurzelstöcke ausgraben. Sie müssen das Gebiet trockenlegen. Da geht es schon zum Kamp hinunter. Sie müssen das irgendwie einebnen. Und jetzt müssen sie anfangen zu graben. Jetzt stellt sich die Frage, wie schaffen sie das, dass sie 6300 Kubikmeter Erde transportieren und wohin kommt das Aushubmaterial? Aber nehmen wir mal an, sie hätten alle diese Probleme gelöst. Jetzt haben sie ihr Dorf. Und das muss man vielleicht noch dazu sagen, diese Anlagen haben sogenannte Erdtore. Das sind schmale Bereiche, die nicht ausgegraben wurden, sodass man von außen in das Innere der Kreise hineingehen konnte. Und die waren nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet. Gut, jetzt
arbeiten und schuften diese Leute jahrelang. Ja? Jahrelang schuften die, stellt sich die Frage, wie wären sie geschützt gewesen vor Feinden und Raubtieren, während sie dieser Arbeit nachgingen. Aber auch darüber sehen wir mal hinweg. Und jetzt bauen sie ein Dorf. Und was passiert jetzt? Jetzt wäre das Gegenteil dessen erreicht, was laut den Wissenschaftlern erreicht hätte werden sollen. Denn sie wären in der Falle gesessen. Man hat Brandpfeile gekannt, man hat mit Pfeil und Bogen gearbeitet. Man hätte die Menschen da drinnen ausräuchern können. Also es ergibt überhaupt keinen Sinn. Selbst wenn wir annehmen, sie hätten irgendeine Möglichkeit gehabt, diese gigantischen Gräben auszuheben. Es funktioniert nicht. Und dann auch die Frage, vor welchen Feinden hätten sie sich denn schützen wollen? Zu dieser Zeit war das Waldviertel extrem dünn besiedelt und die Menschen waren vermutlich froh, auf andere Stämme zu treffen, zum Zweck des Gedankenaustausches, zum Zweck der Fortpflanzung, wenn man so will. Ja? Also es macht überhaupt keinen Sinn, diese Erklärung, die man von den Archäologen bekommt. So, jetzt muss ich mal hier nachschlagen, damit ich euch alles sage, was noch wichtig ist. Ja, das ist hier. Ja, während Sie, jetzt muss ich euch nämlich etwas Wichtiges sagen dazu. Also, ich schreibe hier in einem meiner Bücher mehr oder weniger die gleichen Fachleute, die die Schutzgräbentheorie postulieren, erklären uns, dass dieses Gebiet zur Zeit des Neolithikums äußerst dünn, wenn überhaupt besiedelt gewesen ist. Gegen wen hätten sich die Bewohner des hypothetischen Dorfes verteidigen sollen und so weiter? Wie wurden sie verpflegt? Wie wurden sie verpflegt? Wo schliefen sie? Wo verrichteten sie ihre Notdurft? Und so weiter und so fort. Ähnlich wie bei der Cheops-Pyramide, nur in etwas kleinerer Form. Aber das Prinzip ist ja dasselbe. Und da müsste man das roden und so weiter. Und jetzt ist die Frage, wo befinden sich solche Kreisgräben? Der Kreisgraben, den ich euch beschrieben habe, der ist bei Kameck im Waldviertel, ungefähr in der Mitte des Waldviertels. Aber inzwischen hat man vor allem durch die Luftbildarchäologie rund 30 solcher Kreisgräben entdeckt. Teilweise ist es ein Graben, teilweise sind es zwei Gräben, so wie der beschriebene. Und die Größe variiert zwischen 60, 70, 130 Meter. Und der bei Kameck ist einer der größten. So. Und jetzt geschah dann etwas in Tesepice in Südmähren. Da wurde nämlich etwas gefunden, was die Theorie der Wissenschaftler von den Schutzgräben völlig ad absurdum führt. Man hat nämlich sehr wohl ein Dorf entdeckt. Aber paradoxerweise befand sich dieses Dorf rund um den Kreisgraben herum. Nicht im Kreisgraben, sondern rund um den Kreisgraben herum. Also damit kann man das sowieso vergessen, wenn man es überhaupt vorher geglaubt haben sollte. Und jetzt pass mal auf. So. Und dann war 1985 bei Osterhofen in Deutschland eine gleiche Situation, eine Siedlung außerhalb dieses Kreisgrabens. Man spricht, wie vorhin gesagt, schon von einer Zeit von 7000 Jahren und mehr. Und mich fasziniert immer, ich muss immer schmunzeln, wenn sich die Wissenschaftler selbst widersprechen, denn der eine Wissenschaftler erklärt uns, ja, die haben das also als Schutzgräben gebaut. Wie, sagt er uns ja nicht. Und sein Kollege sagt uns, zu der Zeit, als das gebaut wurde, gab es noch nicht mal eine Schaufel und keinen Pflug und keine Werkzeuge und überhaupt nichts. Und nur gibt es sehr wohl Funde. Es gibt Funde in diesen Kreisgräben, und zwar Steinwerkzeuge, gebrannten Lehm und Holzbauten. Und jetzt ist mir da etwas sehr Wesentliches. Die Wissenschaftler erklären uns, diese Funde stammen von den Konstrukteuren der Kreise. Und ich sage, nein, gerade solche Funde demonstrieren, dass diese Funde von einfachen Menschen stammen, die nicht die Erbauer dieser Kreisanlagen gewesen sein können. Gerade diese Funde beweisen es.
Denn für solche Kreisgräben braucht man Mathematik, man braucht Landvermessung, man braucht Geometrie. Und ob man das ohne Maschinen machen kann, sei dahingestellt. Und jetzt, damit ihr das, die richtige Information bekommt, lese ich euch vor. Dann kam eine Neuentdeckung. Dr. Helmut Becker vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege fand heraus, dass die Längsachse des Kreisgrabens von Meistertal in Bayern genau in Nord-Süd und die Horizontale genau in Ost-West-Richtung verlief. Und noch dazu exakt durch die vorhin beschriebenen zwei Erdtore. Und jetzt kommt das Zitat von Dr. Helmut Becker. Das Spannende bei dieser Konzeption ist, dass die Peilung vom nördlichen Brennpunkt durch das Tor den Sonnenaufgang zur Wintersonnenwende und die Gegenpeilung vom südlichen Brennpunkt den Sonnenaufgang zur Sommersonnenwende anzeigt. Hier sind alle Sonnenstationen des Jahres in einem Bauwerk fixiert worden. Sinngemäß entspricht die Ost-West-Linie den Äquinoktien, das sind die Tag- und Nachtgleichen zu Frühling- und Herbstbeginn, und diese mathematische Konzeption deckt sich exakt mit dem Magnetogramm. Das ist natürlich immer noch keine Erklärung, was die treibende Kraft gewesen ist und vor allen Dingen, wie man das gemacht hat, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe so einen eigenen Gedanken über diese Dinge und diese Kreisgräben. Ich glaube, ich habe vorhin gesagt, man hat rund 30 entdeckt und die sind alle im Gebiet Süddeutschland, Tschechien, Mähren und Waldviertel bis ins Weinviertel hinein. Das ist ein überschaubares Gebiet, obwohl es ähnliche Strukturen auch in anderen Teilen der Welt gibt, die sich aber von diesem Schema lösen. Und ich hatte mal die Idee, also ich nehme an, viele von euch sind Leser von Erich von Däniken. Und ich nehme an, viele von euch haben auch den wunderbaren Film Kontakt mit Jodie Foster gesehen. Du kennst das. Und ich glaube, die Präastronautik, die Idee, dass die Götter unserer Vorfahren Astronauten aus dem Weltraum waren oder vielleicht, wer weiß, aus dem Inneren der Erde, gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Und ich habe mal die Idee gehabt, stell dich mal vor, so ein großes Teleskop, wie die Jodie Foster da verwendet in dem Film Contact. Stellt euch mal vor, man würde diese Riesenschüssel wegnehmen. Was hätten wir dann im Kreisgraben? Ungefähr, die Größe stimmt auch. Und ich kam auf die Idee, ich kann sie natürlich mit nichts untermauern, ich kam auf die Idee, vielleicht gab es hier eine große Zentrale von einer solchen Kommunikationsanlage. Das ist nur das ist keine Theorie, das ist eine Idee, ein Gedankenansatz. Also so viel mal zu den Kreisgräben. Ihr könnt gerne mal auf eigene Faust forschen. Ich habe ja in der letzten Zeit ein Phänomen beobachtet, da bekomme ich von irgendwelchen Leuten immer wieder Links zu Wikipedia. Roland, na, du hast Unrecht, Wikipedia sagt ja was anderes. Nee, also so läuft das nicht. Ja. Ich kann euch nur raten, das, was Erich von Däniken am Schluss seiner Vorträge immer sagt, meine Damen und Herren, glauben Sie nichts von all dem, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, sondern bilden Sie sich Ihre eigene Meinung, recherchieren Sie selbst. Ich, ein bisschen Zeit habe ich noch, Gunnar, ja? Wenn ich mal im Reden bin, du weißt, ich habe die letzten Tage, wie jedes Jahr, war ich mit Freunden einige Tage im Hochland des Waldviertels in einem Selbstversorger-Blockhaus bei Karl Stift, das ist kurz bevor man nach Oberösterreich kommt, und habe mir dort Zeit genommen, das neue Buch von Erich von Däniken, Wozu leben wir auf der Erde, komplett durchzulesen. Und da ertappt man sich immer dabei, wie man ihm recht gibt, wie man sagt, ja, also absolut richtig. Und was er immer wieder sagt, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, die Kritiker von ihm, die haben nie ein Buch von ihm gelesen. Die waren nie in einem Vortrag von ihm und die kennen diese ganzen Indizien nicht. Die sagen immer nur, ja, Däniken verbreitet Haltbarheiten, Däniken wurde längst widerlegt und wenn ich dir mal schreibe, wo wurde er denn widerlegt, kommt nichts mehr. Ja.
Also Däniken sagt, die Kritiker verlieren immer. Es ist nur schade, warum es diese Kritiker gibt, denn die Frage nach unserer wahren Herkunft, nach dem Sinn unseres Lebens, wieder mal gesagt, fern von der ganzen Pseudo-Esoterik, sondern wirklich, worin liegt der Sinn, wo kommen wir her? Das ist unendlich spannend, diese Frage sollte sich vielleicht jeder stellen. Und da ertappte ich mich, wie gesagt, dabei, als ich immer wieder das, was ich selbst dachte, niedergeschrieben fand. Da geht er auch auf die Faktenchecker ein, ja, das sind die Oberclowns, ja, schreibt er. Und da werden also immer wieder fantastische Theorien geäußert. Wenn ich die Ergebnisse meiner eigenen Forschungen in einem Satz zusammenfassen kann, dann lautet dieser Satz wie folgt. Die Menschen, die Erde, der Mond, die Sonne, vielleicht das ganze Universum, das ist etwas völlig anderes, als wir glauben und uns gesagt wird. Und wenn ihr mich nun fragt, ja, was ist es denn? Dann lautet meine Antwort, Leute, ich habe keine Ahnung. Aber darum forschen wir. Das ist letztlich der Urgrund unserer aller Forschungen. Wir gehen alle auf sehr verschiedenen Wegen, aber die führen alle in die gleiche Richtung, nämlich zur Wahrheit. Zum Thema Erdstelle ist vielleicht noch zu sagen, Gunnar, ich bin ja noch nie durch einen durchgekrochen, aber ich war dabei, wie unser geschätzter Freund und Rüsselmops Reinhard Habeck durchgekrochen ist mit einem netten Girl vom ORF. Ich weiß nicht, was die da unten alles gemacht haben, jedenfalls kamen sie dann recht gesund wieder zurück. Und diese Erdstelle werden ja auch immer erklärt als Fluchtwege, das ist alles völliger Unsinn, die führen ja nirgendwo hin. Ja. Also das ist nach wie vor ungelöst. Und Erich von Däniken sagt auch das, was ich fast sinngemäß genauso sage, in der Vergangenheit unserer Erde geschahen gewaltige Dinge. Geschahen gewaltige Dinge. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch Göbekli Tepe in der Türkei kennt. Das wurde ja erst in den 80er Jahren entdeckt, das ist ja irr, was sich dort abspielt. Ja, die größte monolithische Anlage der Welt, das ist irr. Ja. Und ich sage immer, wir kommen mit den bisherigen Antworten nicht weiter. Warum komme ich auf das zu sprechen? Weil wir auch die Kreisgräben in diese Richtung gehen, vorgeschichtliche Technologie. Wir können mal einen eigenen Vortrag machen, also ich kann voller Stolz sagen, Erich von Däniken macht ja jedes Jahr sein One-Day-Meeting, seiner Ancient Astronaut Society, kurz AAS, jedes Mal in einer anderen Stadt, wo sich wirklich führende Forscher treffen, meistens so 10, 11 Leute, und ich durfte schon zweimal Referent sein bei diesem Treffen, einmal mit meinem Thema die wilde Jagd, dieses rätselhafte Phänomen, und andererseits mit einem Kapitel aus einem meiner Bücher, Hochtechnologie im Märchenland. Das klingt spannend und ich habe da sehr viel recherchiert. Und wenn man mal die Märchen mit dem heutigen Blickwinkel liest, kommt man drauf, aus welchem Grund auch immer haben sich Rudimente einer einstigen Technologie in unsere Märchen und Sagen verehrt. Und eine weitere Erkenntnis meiner Arbeit ist folgende. Es gab vor langer Zeit eine Hochtechnologie auf dieser Welt. Und ich möchte sogar noch weitergehen und sagen, es gab möglicherweise eine Welt, wie wir sie heute haben, mit CD-Playern, mit Kinos, mit Büros, mit allem, die verschwunden ist. Und Rudimente sind irgendwo übrig geblieben. Da kommt irgendein Monolith zum Vorschein, ja, und da kommen irgendwelche Metalle zum Vorschein und so weiter. Ja. Und vielleicht können wir unser Leben nur deshalb leben, weil es schon einmal gelebt worden ist? Vielleicht war das so eine Art Probelauf. Für eure eigenen Forschungen kann ich nur sagen, lehnt keine Theorie ab oder keine Idee ab, weil sie unglaubwürdig klingt. Alles, was in der Vergangenheit undenkbar war, ist heute Alltag. Internet, Gespräche mit anderen Kontinenten. Hättest du versucht, das unseren Urgroßeltern zu erklären, sie hätten es nicht verstanden. Auch die klügsten Menschen ihrer Zeit hätten das nicht verstanden. Oder hättest du unseren Urgroßeltern einen Fernseher gezeigt, die hätten gesagt, Teufelszeug. Ja? Und heute ist es Alltag. Also
gerade eine fantastische Idee verdient es, untersucht zu werden. Darüber den Kopf schütteln kann man nachher immer noch, aber bitte nicht vorher. Erich von Däniken sagte, es waren immer die Fantasten, die die Welt weiter bewegt haben und nicht die Erbsenzähler. Und die meisten waren keine Wissenschaftler und sind durch Zufall zu ihren großen und umwälzenden Entdeckungen gekommen. Gunnar, wie lange habe ich noch Zeit? 7 Sekunden. Es fällt mir nichts Lustiges ein. Kann ich noch zum Abschluss ein Thema anbringen, über das ich eigentlich noch nie öffentlich gesprochen habe? Vor einigen Jahren kam, schade, dass ich hier diese schöne Blumenvase nicht umschmeiße, vor einigen Jahren kam ein Film ins Kino, ich habe ihn nicht gesehen, vielleicht kennt ihn jemand, ich weiß noch nicht mal den Titel, in dem der deutsche Schauspieler Jürgen Vogel diesen Ötzi darstellte. Diese Eismumie, die man 1991 angeblich im Grenzgebiet zwischen Österreich und Italien gefunden hat, das muss man sich auch mal vorstellen, ja? Da legt das Eis nach Jahrtausenden eine Eismumie frei und ein paar Minuten später kommt Reinhold Messner, deswegen, ja, auf das muss man ja auch mal kommen, ja? Hat sein Buch gegeben damals, wo Punkt für Punkt das erklärt wurde, das ist ja, ich glaube ja gar nicht, was heute alles Schwindel ist und Fake. Oder die Fliege, die man gefunden hat auf dem Mars, ja, fliegt eine Fliege herum. Alles. Und, aber ihr kennt den Ötzi. Aber nicht persönlich jetzt, oder? Jetzt wird dieser Ötzi wird datiert auf eine Zeit von vor etwa 5300 Jahren. Es führt vielleicht jetzt zu weit, wenn ich die Radiocarbon- oder C14-Messmethode erkläre, aber die ist relativ zuversichtlich. Nicht zuversichtlich, zuverlässig, Blödsinn. Ja, das macht die Sinn. Ja, da wird man ja. Und jetzt wird uns ein Mensch gezeigt, der mit Fellen behangen, unartikulierte Laute ausstoßend durch die Gegend marschiert. Mit seinen Sandalen, mit seinen Tätowierungen. Leute, vor 5300 Jahren, das ist ungefähr fünfmal die Zeitspanne des Mittelalters. Mittelalter wird ungefähr mit 1000 Jahren angesetzt, vom Tod des König Etzel 453 bis zur Entdeckung, Wiederentdeckung Amerikas durch Cristóbal Colón, genannt Christoph Kolumbus. Das ist fünfmal die Zeit des Mittelalters. Die Erde, eine Wüste, wilde Landschaft. Leute wie Ötzi marschieren durch die Gegend, ja. Lassen sich tätowieren, ja, schreien irgendwas durch die Gegend, was sie selbst nicht wissen, was es heißen soll. Und 5000 Jahre später haben wir New York City, wir haben Tokio, wir haben Mexico City, wir haben Literatur, wir haben 7000 Sprachen. Ich habe zu Hause allein ein Englisch-Wörterbuch. Irr, ja, was da drin steht. Und wir haben Symphonien wurden komponiert. Schaut euch diese Welt an. Wir haben Internet. Es ist nicht die Frage, was jetzt davon positiv oder negativ ist. Es geht darum, dass wir es haben. Wo um alles in der Welt kommt das her? Millionen von Jahren, erklären uns die Wissenschaftler, dauerte das vom Homo erectus bis vom Australopithecus, Homo erectus und wie sie alle heißen, bis zum Homo sapiens. Und auf einmal, vor 5000 Jahren, laufen noch die Wilden herum. Und jetzt auf einmal kann ich vor euch stehen, naja, böse Stimmen sagen, und einen Vortrag halten, habe hier ein Mikro. Apropos zum Thema Mikro, das ist immer sein Lieblingsthema von mir. Der Grundgedanke ist, es gab früher eine Hochtechnologie, die die Menschen als solche nicht erkannten. Und daraus entstand Mythos und Religion. Das war der Grundgedanke, das war die Initialzündung für das Entstehen jeder Mythologie und jeder Religion, die Basis. Nur eines zum Nachdenken. Stellt euch mal vor, wir haben sie auch heute noch, die Ureinwohner von Papua-Neuguinea. Da gibt es ja, einige von euch wissen, dass
von den 40er Jahren, als die amerikanischen GIs dort waren, ja, und die dann der Flugzeuge erstrohbauten und auf die Wiederkehr der Götter warteten. Stellt euch nur mal vor, um nur ein Beispiel zu nennen, da spricht jemand in ein Mikrofon mit tausenden Watt Verstärkung, Lautsprecher. Die Leute haben keine Ahnung, was ein Mikrofon ist. Die haben keine Ahnung, was ein Verstärker ist. Die hören nur eine laute Stimme dröhnt in der Luft. Sie sehen nicht, wer spricht. Aber sie sind ja nicht blöd. Die hören, das ist eine Stimme. Sie verstehen, was die Stimme sagt. Und sie befolgen alles, was ihnen die Stimme befiehlt. Das ist die Stimme eines überirdischen Wesens. Und daraus, das ist einer dieser Aspekte, aus dem dieser Gottglaube entstand. Der Glaube daran, dass es mächtige Wesen über uns gibt, für die aus der Sicht dieser Ureinwohner nichts unmöglich ist. Diese Idee mit dem Mikrofon, das überlegt euch mal, das ist für mich immer ein so ein schlagendes Indiz. Auf alle Fälle ist die wesentliche Erkenntnis bei mir, es gab eine Technologie, aber die Menschen erkannten diese Technologie nicht als solche. Und wir sind die erste Generation seit damals, die diese Dinge verstehen und richtig einordnen kann. Wer kennt denn die Grabplatte von Palenque? Ja, die sollen es euch dann erzählen. Ja? Da sieht man einen Mann umgeben von Technologie, der drückt mit dem Fuß auf ein Pedal, der führt mit den Fingern Feineinstellungen durch, auf irgendwelchen Knöpfen. Eindeutig Technologie, eine Art Motorradfahrer oder ein Astronaut in einem Raumschiff. Ganz klar, mit Atemschläuchen, die von nach hinten wegführen. Alles da. Und die Wissenschaftler erklären das. Der eine sagt, sind sich auch nicht einig. Der eine sagt, das ist der Gott Bakal, der gerade in den geöffneten Rachen eines mythologischen Untieres fällt. Und der andere sagt, nein, das ist schon der Gott Bakal, aber der sitzt auf der heiligen Maisstaude und pflückt davon gerade einen Maiskolben ab. Auf so einen Schwachsinn muss man mal kommen. Das muss einem mal einfallen. Ja? Und die Wissenschaftler früherer Zeit, als es noch keine Vergleiche gab, mussten ja zu falschen Schlüssen kommen, denn es kann ja einer nicht sagen, das ist ein Astronaut, das ist ein Pilot, wenn es noch gar keine Flugzeuge gab. Aber wir können jetzt diese Dinge beantworten. Und deshalb ist mein Appell an euch, geht hinaus und kauft meine Bücher. Ne, das auch, aber das auch, ja. Ne, aber geht hinaus mit wachen Sinnen. Ihr wisst, watch the sky, watch the moon, watch the sun perhaps, you know. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Da geht die Wunder, wir sagen Gott sei Dank. Und geht hinaus, seid wachsam, denn wenn jemand für die großen Fragen der Menschheit Antworten finden kann, dann sind es nicht die Wissenschaftler. Es sind nicht die gelehrten Häupter, es sind nicht die Universitätsprofessoren. Ihr seid es. Ihr seid es, die Antworten finden könnt, denn ihr seid es, die denken. Ihr seid es, die forschen. Ihr seid es, die nachdenken. Und deshalb bitte ich euch, das zu tun. Geht hinaus und haltet das Unmögliche für möglich. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch eine schöne Zeit hier bei diesem Forschersymposium. Euer Freund Roland.